Offensiv und erstklassig starten wir in die heutige Ausgabe von DB Mobil TV, zu der ich Sie herzlich begrüße. Mit ihrer Erste-Klasse-Offensive hat die Deutsche Bahn im Dezember 2007 die Servicequalität in ihren ICE weiter ausgebaut, und zwar ziemlich erfolgreich. Rund 10 Millionen Fahrgäste nutzten bislang schon jährlich die Vorteile des exklusiven Reisens, und seit gut einem halben Jahr ist ein Anstieg der Erste-Klasse-Reisenden zu beobachten. Dazu beigetragen haben auch Mitarbeiter wie Julia Koriat. Sie ist eine von 200 zusätzlichen Servicekräften, die zur Wohlfühlatmosphäre beitragen. DB Mobil TV hat die erste Klasse Stewardess einen Tag lang bei ihrer Arbeit begleitet und den Service im ICE von Stuttgart nach Berlin unter die Lupe genommen. Schon früh morgens um 6 Uhr macht sich Julia Koriat auf den Weg zum Stuttgarter Hauptbahnhof. Gestern hatte sie Dienst im ICE von Köln in die Schwabenmetropole. Heute geht es zurück in ihre Heimatstadt Berlin. Die 22-Jährige ist gelernte Bürokauffrau und noch relativ neu im Unternehmen Deutsche Bahn. Den Jobwechsel hat sie bis heute nicht bereut. Beide haben Vor- und Nachteile, sage ich mal. Das ist überall so. Aber ich denke, der macht mir mehr Spaß, weil hier bin ich unterwegs und habe immer mit anderen Menschen zu tun. Das ist interessanter. Ja. An Gleis 8 steht der ICE 694 schon bereit. Ihr Arbeitsplatz für heute. Erste Aufgabe für Julia an diesem Morgen, das Verteilen der Getränke und Speisekarten an die Fahrgäste. Zugbegleiter Donato Mara weist inzwischen auf die Betreuung an Bord hin. Meine Damen und Herren, wir möchten Sie noch auf unseren gastronomischen Service aufmerksam machen. Im Wagen mit Ordnungsnummer 8 ist unser Bordbistro mit Bordrestaurant für Sie geöffnet. Dort haben wir ein reichhaltiges Frühstücksangebot bereit. In der ersten Klasse bedient Sie heute Frau Kolber direkt an Ihrem Platz. Reges Treiben in der Bordküche. Während ihre Kollegen die Gäste des Restaurants und Bistros versorgen, bereitet Julia Koriat den Kaffee für ihre erste Klasse Kunden zu. Denn die bekommen den Muntermacher direkt am Platz serviert. Das ist bei Ihnen Kaffee sehr lecker. Mit Milch, Zucker? Eine Milch. Sehr gerne. Ob Kaffee oder Tee, Wasser oder Bier, Frühstück oder warme Speisen. Die Fahrgäste können aus einem reichhaltigen Angebot wählen. Vorher war Julia Koriat bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt. Doch der Bürojob hat sie nicht mehr ausgefüllt. Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung kam das Angebot der Deutschen Bahn genau zur richtigen Zeit. Ja, ich fand den Job immer interessant, Stewardess, und wollte es auch gerne werden. Da ich aber ein bisschen so mit dem Flugzeug so, ist nicht so richtig sicher, also hast nicht richtig den Boden unter den Füßen. Und durch einen Freund habe ich erfahren, dass die Deutsche Bahn welche sucht. Habe ich mir Gedanken drüber gemacht und dann habe ich mich einfach beworben und probieren kann man's. Und dann, ja, bin ich halt hier geblieben. Heute läuft Stewardess Julia mühelos mit vollem Tablett durch die Waggons. Doch das sah nicht immer so gekonnt aus. Während der Ausbildung Ende 2007 bringen zum Beispiel Weichen die Stewardess in Spe ganz schön aus dem Gleichgewicht. 12 Tage lang lernen die 200 Neubahner in Theorie und Praxis, was eine Servicekraft alles können und kennen muss. Neben den Abläufen an Bord sowie den gastronomischen Angeboten zählt vor allem Freundlichkeit auch in schwierigen Situationen dazu. Auf jeden Fall, ohne das geht gar nicht, muss man halt offen sein, freundlich sein. Wenn man scheu, schüchtern ist, dann kann man diesen Beruf gar nicht machen. Also das ist Voraussetzung. Ein weiteres Angebot, das Julia den Erste-Klasse-Kunden macht, kostenlose Tageszeitungen. Während der Fahrt verteilt sie die immer wieder an Fahrgäste. Die Tageszeitungen bei uns sind immer aktuell. Wir haben die Welt Kompakt, die Süddeutsche und die Bild. Und die Bild ist halt, wo sie geliefert wird, aus Stuttgart, regional Stuttgart oder Berlin, Köln. Je nachdem. Stündlich verteilt Julia kleine Aufmerksamkeiten, wie Süßigkeiten, Snacks oder Erfrischungstücher. Natürlich erhalten die Fahrgäste auch jederzeit Auskünfte bei der ersten Klasse Stewardess.
wann kommt die Suppe nach Kassel? Hier steht 8:49 Uhr. Nach Kaiserslautern. Genau. Gleis 2, gell? Gleis 2, genau. Okay, mhm. Dankeschön. Bitteschön. Darf ich irgendwo sitzen, oder? Ja, da. Dort, nach dem Restaurant. Bei einem Zug halt packt Julia auch mal ordentlich mit an. Oder leistet Orientierungshilfe. Ist das hier Wagen 6? Nein, Wagen 6? Ja. Ist noch dort entlang. Genau. Erstklassig reisen in der ersten Klasse, das bedeutet auch, störungsfrei telefonieren zu können. Um den Handyempfang zu verbessern, rüstet die Deutsche Bahn alle ICE mit Verstärkern, sogenannten Repeatern, aus. Sowohl die erste als auch die zweite Klasse. Bereits in den vergangenen Jahren haben die Mobilfunkanbieter die Empfangsqualität durch zusätzliche Sendemasten entlang wichtiger Fernverkehrsstrecken verbessert. Die Kunden können sich schon bei der Reservierung für einen Sitzplatz im Ruhe- oder im Handybereich entscheiden. Und die Wagen werden dann so ausgerüstet, dass entweder ein gesamter Wagen ein Ruhebereich ist oder wir müssen trennen. Also das haben wir uns vorgenommen, das werden wir auch machen, sodass man sich wirklich entscheiden kann zwischen Ruhebereich und Telefonieren. Im Sommer 2008 gibt es den verbesserten Erste-Klasse-Service bereits ein halbes Jahr in den ICE. Julia Koriat ist von Anfang an mit dabei. Ganz Deutschland hat sie inzwischen bereist und dabei auch durchaus kuriose Situationen erlebt. Wir sind dann aus dem Frankfurter Flughafen losgefahren, bin durch die Abteile gelaufen und habe dann ein Kind gesehen im Kinderwagen und ja, ohne Eltern. Niemanden hat das gehört, also sind sie dann ausgestiegen, Flughafen. Bin dann mit dem Kind dann zum Dienstabteil gelaufen und hatten schon einen Anruf bekommen, dass die Eltern halt dann Frankfurt Hauptbahnhof warten werden, um das Kind entgegenzunehmen. Ja, und dann war es auch dann schon gelöst, zum Glück auch. Das wäre ja sonst noch was gewesen. Die Deutsche Bahn zieht eine positive Bilanz ihrer ersten Klasse-Offensive. Konkret sichtbar wird das an den Fahrgastzahlen. Sie sind seit der Einführung deutlich angestiegen. Und auch die Kunden sind zufrieden. Ich bin überhaupt zufrieden mit der ersten Klasse als Vielfahrer. Man fühlt sich einfach umsorgt. Und so ein Goodie nebenher ist doch was Süßes. Der Service ist hier meines Erachtens ausgezeichnet. Ich bin auch Vielfahrer. Ich fahre auch lange Strecken. Ich finde es positiv. Nach über 5 Stunden Fahrt rollt der ICE in Berlin ein. Der Feierabend rückt für Julia Koriat in greifbare Nähe. Auch wenn die Arbeit als erste Klasse-Stewardess manchmal anstrengend ist, den Einstieg bei der Deutschen Bahn bereut sie keinesfalls. Der Jobwechsel hat sich für mich gelohnt. Und die Arbeit als Stewardess macht mir nach einem halben Jahr immer noch Spaß. Und bin halt zufrieden, dass ich gewechselt habe. Die beiden kommenden Tage hat Julia frei, aber dann geht sie wieder auf große Fahrt im ICE, erstklassig quer durch Deutschland.